Ich rotz mein Mikrofon an, ist das widerlich. Ja. Hallo. Hallo. Und von Crusader zurück zu Undying. Ich nehme noch kurz einen dicken Zug von der... Einen dicken Zug? Ja. Der Hooker. So dick war der Zug aber auch nicht. Ja, okay, warte, dann mache ich noch einmal kurz. Jetzt unsere Prostituierten. So, ich glaube, wir waren irgendwo vor dem Kinderzimmer von Lisbeth gestanden, wenn ich mich recht entsinne. Oh, okay. Stimmt. Und da hinten war, glaube ich, die Chapel, zu der ich schon hin bin. Schock mich. Kommt der Gegner? Ja. Ja, es war ganz gut gekommen. Das war gut. Meine Güte. Wie viel habe ich denn noch? Wie viel? Oh, ich habe nur noch 21 Schuss. Das ist ja gar nicht gut. Dislike. 2 Health. Was für ein perfekter Start. Ja, ne? Ah, nee. Jetzt komme ich zu Kreisingers Raum gleich. Otto Kreisinger. Auf den Rückweg wird's hier scheiße. Sie sind sicher als Haustier. Oder? Die sind knuffig. Ich darf nicht so viel daneben schießen. Ich glaube, ich komme jetzt auch richtig von hinten. Schwul. Jammed. Als ob ich's gewusst hätte, was er hat. Ich muss ein bisschen Munition sparen. Ja, mit 17 Schuss lebt sich schlecht. Ich krieg gleich, glaube ich, einen Amplifier Stone. Ich darf nicht so weit von denen wegrennen. Dein Mana ist ziemlich im Arsch. Ich weiß. Hihihi. LOL. Das ist jetzt natürlich extrem uncool. Scheiße. Hallo? Die lassen dich nicht rein, da. Also, das ist jetzt mal... Treffen tust du nicht. Ah, jetzt. Na komm! Ein bisschen noch. Hallo? Wie soll sich gegen die Tür stemmen? Die haben bloß Angst vor mir. Ja, was soll die blöde Scheiße? Super. Ich glaube, wir müssen laden, Tommy. Wow! Ja, super. Nee, das ist bescheuert. Das war jetzt... Entschuldigung, Leute. Das war jetzt echt... Das Dümmste, was ich je gemacht habe, glaube ich. Jetzt aber. Den haben wir. Wo ist denn der von vorne? Der ist anscheinend weg. So. Hoff mal, diesmal stemmen sie sich nicht gegen die Tür. Hinter dir. Uah! Aha. Boah, da wird mir ja blöd. Mensch, immer wenn ich schieße, dann müssen die sich ducken, ne?
Mal lasst du rein in den Raum, ja? Schieß einfach. So, jetzt speichere ich sicherheitshalber nochmal. Du hast doch Quicksaves, ne? Was war nochmal der Quicksave? F5, ne? F6? F6. Ja, diesmal kämpfe ich sie. Ich glaube, das war nett. Manches muss so schnell. Munition! Ich liebe ihn, ich komm noch her! Was war das? Das ist wie die Kiste bei Crusader, die mich verschmäht hat. Da muss ich später lang, glaube ich. Jetzt krieg ich einen Amplifier Stone. Drin. Ektoplasma. Aber ich muss aufpassen, weil der fällt gleich runter. Wie beeindruckend. Ich weiß nicht, ob ich gleich... Oh nein. What is that? Ich hasse die Viecher. Zombies? Geh weg! Vor allem die spawnen endlich oft. Was ist da eingeschaltet? Das macht mich auch. Aber ich weiß, hier hat irgendwas Cry gerufen. Oder? Also ich hab nichts gehört. Echt nicht? Nee. Jammed. Aber ich habe meinen Amplifier Stone. Hauptsache. Ich überleg mich. Du überlegst dich? Ich überleg bloß gerade, ob ich Ektoplasma nochmal upgrade. Ob ich es nochmal upgrade. Aber ich glaube, diesmal spare ich mir den Amplifier Stone. Macht, glaube ich, mehr Sinn für später. Ja, und das Viech, was ich gerade gekillt habe, die kommen später, weil ich muss hier nochmal komplett zurück dann. Überall, ständig. Und da muss ich quasi einfach bis Ende durchrennen, weil ich kann einfach nicht alle besiegen. Aber ich habe dann eine neue Waffe. Einen chinesischen Drachenkopf. Da habe ich nur einen Iris, glaube ich. Won't budge. Weil da muss ich auch bald hin. In diese magische Parallelwelt. Jetzt bin ich in Kaisingers Raum, oder? Ja, ich komme gleich zu Kaisingers Raum. Otto Kaisinger. Ich höre was. Warte. War das Luke oder sowas? Nee, ne? Nee. Won't budge, won't budge, stuck. Ich höre den Schnitt mal Ohren. Rapper. Das ist Kaisingers Raum hier. Stuck. Won't budge. So, jetzt kommen wir nach dem Nairos. Zum ersten eigentlich fast Endgegner, glaube ich. Ich muss jetzt den Schlüssel von der Haushelferin mir holen. Wie klein! Das heißt, lesen wir mal wieder ein bisschen. Aber das ist ja nicht viel. Die Shisha. Shisha! Und ich hole eine Cola! Ja, also der hat, das ist bloß doof, das ist, aber egal. Wir sind nun Iros. Juhu. Mal eine ganz blöde Frage zwischendurch. Ja. Wieso steht der Shisha-Tabak im Kühlschrank? Weil er dann besser ist. Okay. So. Bringt praktisch bloß seine Begeisterung über Nairos zum Ausdruck.
Und dass er auf jeden Fall über den Turm wacht, bis der Eingang verschlossen werden kann. Vermutlich, weil er hier ganz alleine herrscht. Hier ist weg! Weißt du, dass die ein bisschen Ähnlichkeit haben wie die Gedankenstunde auf D&D? Mag sein, ja. Ich mag die Dinger nicht. Die kommen gleich auf dem Rückweg überall und ständig. Da drüben ist, glaube ich, ein Vial. Das ist ein Health Pack, glaube ich, eigentlich. Health Vial, genau. Jetzt kommen wir zum ersten Endgegner. Ich glaube, ich krieg sogar einen neuen Zauber. Irgendwie ein Schild, glaube ich, oder sowas. Ich will doch bloß da runter. Wer ist damit? Aber der Jeremiah nicht. So. Jump'n'Run-Einlage. Naja, die Viecher halten aber nicht viel aus. Es kommt irgendwie immer auf die Gegner an. Ganz komisch. Ah, da muss ich lang. Ich mag Unheimos. Die haben auch eine ganz lustige Ureinwohner. Oh, das ist Otto Kaisinger. Er zeigt mir das richtige Magie. War das gut? Ja. Ja. So, und da ist der Schlüssel. Und die Waffe lädt sich zum Glück automatisch wieder auf. Es züngelt. Friert die Gegner ein. Lustigerweise fließt das Blut hier nach oben. Schaden fügt die Waffe aber keinen zu, oder? Ich weiß. Außer, dass sie einfriert. Na? Na? Ich hätte schwören können, ich muss hier das Feuer. Vielleicht, wenn du es auf den Boden schießt. Ich habe euch noch einen Tag gefreut, oder? Genau. Tibetische Waffe. Die War Cannon, die Kriegskanone. Und nur Leute mit einem reinen Herz können die Waffe zum Funktionieren bringen. Wow. Okay, das Spiel ist zu. Und jetzt geht's los. Seid ihr? Ich glaube, Nagel ist hier recht einfach zu besiegen, weil die nicht wirklich stark sind. Weil die nicht wirklich im Nahkampf zuschlagen, wenn ich nicht zu weit weg bin.